Bin der kleine Otter. Ah! Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Otter? Der kleine süße Fellball ist sehr nachtragend. Ihm einfach auf die Schnauze zu hauen, wird sein Herz nicht erobern. Du erhältst durch das Zerlegen zwar früh Pelz, aber das war ganz sicher nicht das Ziel. Der Otter möchte von dir per Hand gefüttert werden. Und was schmeckt besser als Fisch aus dem Inventar? Richtig, ein frisch erlegter Fisch aus dem Wasser. Piranhas! Aber sei gewarnt. Wenn du noch keine Rüstung besitzt, sind Piranhas vielleicht nicht die beste Wahl. Schlimmer als Bosse, Alter. Wenn du es geschafft hast, einen zu erjagen, Glückwunsch. Ja, da guckst du dumm, ne? Nun musst du den kleinen Otter nur noch anlocken. Ziehe dafür die Leiche zu deinem zukünftigen besten Freund und fütter ihn. Yeah. Die Zähmung beginnt. Sind dir die aggressiven Piranhas zu stark, kannst du auch wehrlose Fische verwenden. Dabei gilt, je stärker, desto schneller geht das Zähmen. Vermeide während der Zähmung Schaden am Otter. Das würde den Prozess wieder auf Null setzen. Bitteschön. Es dauert nicht lange und du hast ihn. Neben seinem extrem süßen Aussehen hat er noch einige Vorteile. Er ist ein guter Jäger unter Wasser. Aktiviere unter Verhalten das Wandern und er wird fröhlich umherziehen. Wenn er mit Spielen fertig ist, jagt er auch ab und an mal Fische. Das gibt dir nicht nur Nahrung, sondern auch sehr früh im Spiel Siliziumperlen und schwarze Perlen. Er soll blutdürstig alles töten, was sich im Teich befindet? Kein Problem. Stelle sein Verhalten auf aggressiv und lehne dich zurück. Ein Otter hat sehr wenig Leben. Ihn in einem Teich voller gefährlicher Fische, darunter auch der Lachs, zu setzen, wäre sehr fahrlässig. Otter! Otter tot! Wie wir hier sehen, geht das sehr schnell auf die Psyche. Der nächste Nutzen ist optisch und praktisch zugleich. Du kannst dir deinen kleinen Freund um den Hals hängen. Das ist nicht nur putzig, sondern er kämpft nun im Nahkampf mit. Außerdem hat sein Pelz einen isolierenden Effekt auf dich. In kalten Gebieten verlierst du schnell an Gesundheit. Mit ihm erhältst du einen Resistenzboost. Sehr nützlich. Der Otter kann schwer zu finden sein. Auf der Island zum Beispiel kann ich drei kleine Spots sehr empfehlen. Ich habe meine zum Beispiel hier unten gefunden. Solltest du auf einer anderen Map spielen wollen, such in Flüssen, die durch Wälder gehen. Dort hast du Erfolg. Und so kommen wir auch schon zum letzten kleinen Vorteil. Der Otter kann mit einem Hut ausgestattet werden. Zum einen erhöht es seine Verteidigung und es macht ihn nochmal ein kleines Stück niedlicher. Neben dem Strohhut kannst du ihm auch einen aus Leder, Chitin oder sogar Eisen aufsetzen. Selbst der Helm eines Schutzanzuges, ein Bergarbeiterhelm oder ein SWAT-Helm sind möglich. Aber warte, da kommt noch mehr. Wenn du noch Skins für Helme übrig hast, eskaliert die Sache richtig. Wie wär's mit einem Hexenhut? Hasenohren? Einem Cowboyhut, einer Weihnachtsmütze oder was auch immer das ist. Mach aus ihm einen Zauberer, steigere seine Coolness, gib ihm die verdammte Tollwut. Jetzt bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Otter zähmen solltest. Für mehr solcher Videos gibt es hier drüben eine Playlist. Du kannst mir auch gerne ein Abo dalassen.